Sammy Klaus oder auch Santi Klaus ist der schweizerdeutsche Name des Sankt Nikolaus. Diesen Mann hat es wirklich gegeben, und zwar um das Jahr 340. Er war Bischof, also ein wichtiger Kirchenmann in der Stadt Myra. Das liegt in der heutigen Türkei. Nikolaus war vor allem dafür bekannt, sehr großzügig und gutherzig zu sein. Er verteilte Geschenke und Leckereien an die armen Leute und an die Kinder. Eine besonders bekannte Geschichte handelt davon, wie er drei Schwestern nachts heimlich Goldklumpen zum Fenster hineingeworfen hat, um so der armen Familie zu helfen. Nach Nikolaus Tod ist daraus in vielen Ländern der Brauch entstanden, in seinem Gedenken den Kindern kleine Geschenke, Süßigkeiten und Nüsse zu geben. Und zwar an seinem Todestag, dem 6. Dezember. Über die Jahrhunderte kam dann die Vorstellung dazu, dass der Sammy Klaus über die guten und schlechten Taten der Kinder Bescheid weiß. Und auch einen manchmal recht unfreundlichen Begleiter hat er bekommen. In der Schweiz heißt er meist Schmutzli, anderswo auch Krampus oder Knecht Ruprecht. Heute gibt es in der Schweiz viele Sammy Klaus-Bräuche. Zum Beispiel große Klaus-Umzüge oder Hausbesuche des Sammy Klaus. Im Ort St. Nikolaus im Wallis wird sogar ein ganzer Kirchturm als Riesen-Sammy Klaus verkleidet. In Basel fahren Santikläuse auf geschmückten Motorrädern durch die Stadt und verteilen Niki-Naki-Säckli an die Kinder. Eins haben alle Sammy Klaus-Läuse gemeinsam. Sie beschenken die Kinder und machen ihnen eine Freude. Ganz so wie der echte Nikolaus vor rund 1700 Jahren.